Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien Podcast. Dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Corona-Special. Ja, wir sind immer noch im März 2020. In Deutschland ist das Corona, ja, ich hätte fast gesagt Fieber ausgebrochen. Wir haben noch einen Special-Fall. Was mache ich in Corona oder in Zeiten von Corona bei Wohnungseigentümergemeinschaften, also bei den WEG? Wir haben das Versammlungsverbot, das heißt also, Eigentümerversammlungen dürfen nicht mehr abgehalten werden. Jetzt ist aber das Problem, jede WEG oder es sieht, das Gesetz sieht vor, dass jede Wohnungseigentümergemeinschaft einmal im Jahr eine Versammlung hat. Diese hat über die abgelaufene Jahresabrechnung zu beschließen, eventuell Wirtschaftsplan und die Themen, die halt noch in der Gemeinschaft anstehen. Wir haben dieses Jahr schon recht früh angefangen mit den Versammlungen. Wir gucken immer, dass wir die ersten Abrechnungen schon im Januar verschicken, zur Rechnungsprüfung abgeben. Wir haben dieses Jahr schon im Januar, glaube ich, 4 oder 5 Versammlungen gehabt. Aber natürlich durch die Corona-Welle ist das nach hinten geraten. Es ist so, dass wir aktuell um die 120 WEG haben, die wir betreuen. Das heißt also auch dementsprechend mindestens 120 Versammlungen. Davon sind ausgenommen Wiederholungsversammlungen und außerordentliche. Das sind auch nochmal so rund 10-15% pro Jahr. Das heißt also, wir müssten planungstechnisch bei 140 WEG sein, wenn keine neuen dazukommen und wenn man sich nicht auf weiteren Versammlungen vorstellt. So, jetzt haben wir Versammlungsverbot. Ich habe aber jetzt schon zum Beispiel mehrere Versammlungen eingeladen, die jetzt in den Verbotszeitraum reinfallen. Davon haben wir jetzt bei 2 eine Speziallösung hingekriegt, und zwar die sogenannte Ein-Mann-Versammlung. Ein-Mann-Versammlung, was ist das? Die Idee ist folgendes. Jeder oder die Eigentümer erstellen oder erteilen mir, dem Verwalter, eine Vollmacht. Dort können sie auch durchaus Weisungen geben. Das heißt, sie können sagen, Jahresabrechnung beschließen ja, Wirtschaftsplan beschließen ja, aber Sanierungsmaßnahme, Balkone, nein. So, das heißt also, man kann von seinem Stimmrecht Gebrauch machen, das wird nicht genommen, und man kann trotzdem sicherstellen, dass man noch die Versammlung abhält und daraus vielleicht wichtige Maßnahmen ableitet. Wir haben alle Versammlungen abgesagt, außer die 2. Diese 2 Gemeinschaften haben ja die 2 Hauptgründe, warum man halt Versammlungen auch zu Notsituationen durchführt, aus unserer Sicht. Die eine hat momentan einen Liquiditätsengpass, da ist ein Mehrheitseigentümer, ja nicht ganz 48%, der hat jetzt Zahlungsschwierigkeiten. Ja, wenn Hälfte des Geldes nicht mehr reinkommt, kommt man ganz schnell in ganz große Probleme, und da sind die jetzt auch, sodass Versorgung teilweise nicht mehr sichergestellt sein könnte. Das heißt, dringender Handlungsbedarf. Und das zweite ist natürlich baulich. Da haben wir jetzt ein undichtes Dach, was eine größere Maßnahme wird und daher auch schlecht aufschiebbar ist, bis auf Weiteres, weil man muss sich einem klar sein. Momentan ist bis zum 19.04. erstmal alles verboten. Wer weiß, ob am 19.04. nicht nochmal verlängert wird. Ich habe irgendwie gehört, dass momentan Spanien darüber nachdenkt, alles noch bis Ende Oktober irgendwie auszuweiten. Spanien war ja vor uns mit der Welle. Ich weiß nicht, ob das auch in die Richtung kommt, aber Fakt ist, der Zeitplan wird enorm nach hinten geschoben. Und dann muss man ja noch sehen, wir müssten ja nicht nur eine Versammlung abhalten. Viele Eigentümer sehen das nicht, ihr sagt das auch immer sehr ungern, aber jeder sieht immer nur seine Gemeinschaft. Ich muss sehen, ich habe 140 Termine im Jahr, die ich verteilen muss. Das heißt also, ich habe da irgendwo auch logistisch ein Problem. Ich muss gucken, welcher Mitarbeiter kann welche Versammlung durchführen, wo kriege ich Räume her. Räume ist übrigens Stichwort. Ich gehe davon aus, dass momentan, dadurch, dass die Gastronomien geschlossen sind, enorm viele Gastronomen dicht machen werden. Das heißt, Versammlungsräume werden weniger werden. Hotels gehen wir auch mal gerne hin. Weiß ich nicht, wie die... momentan geht es ja auch nicht gut. Das heißt also, auch das wird vielleicht logistisch noch ein Problem, die Räumlichkeiten überhaupt zu finden. So, die Idee ist, bei einer Ein-Mann-Versammlung, oder auf den Punkt zurückzukommen, jeder Eigentümer erteilt mir eine Vollmacht. Wir sprechen vorher telefonisch
per FaceTime oder per Zoom-Call ab, was das Thema ist, wo wir Schwierigkeiten sehen. Man bildet sich daraus seine Meinung und kann dementsprechend dann sein Kreuzchen machen oder man kann es der Verwaltung freistellen. Die kann einfach entscheiden nach dem Ermessen, nach ihren Erfahrungswerten dabei. Die Versammlung läuft technisch so ab. Wir haben die Vollmachten. Wir eröffnen die Versammlung. Es ist keiner anwesend, außer der Verwalter selbst und vielleicht Mitarbeiter, also Personal. Und gehen die Tagesordnungspunkt durch, zählen noch die Stimmzettel aus. Und damit ist die Versammlung rechtskräftig, beschlussfähig und beschließt gemäß den Stimmzetteln. So ist die Ein-Mann-Versammlung. Das heißt, so kann ich auch in Krisenzeiten oder auch in Versammlungsverbotszeiten, also da, wo eigentlich eine Versammlung nicht abgehalten werden dürfte, weil sich die Menschen nicht sammeln dürfen, kann ich sicherstellen, dass ich auch Versammlungen halte und auch so noch Gemeinschaften lauffähig oder arbeitsfähig halte. Das ist also auch ein momentan gangbarer Weg. Wir nehmen das aber momentan als Ausnahme. Ja, was kommt jetzt noch doll dazu? Also, es gibt momentan, das ist noch nicht beschlossen, wir haben heute Freitag, den 20. März. Aktuell gibt es Gespräche mit der Regierung, wo es Sonderregelungen zum WG geben wird. Die sieht drei Punkte vor. Zum einen, das große Risiko ist, wenn jetzt eine Bestellung ausläuft. Ich kann mir aufgrund des Versammlungsverbots nicht nochmal neu einladen und nicht wieder bestellen. Hätte ich das Problem, dass ich eventuell verwalterlos da bin. Das ist ein Zustand, der per Gesetz verboten oder nicht vorgesehen ist. Wenn ich in diese Falle reinlaufe, müsste ich über ein Gericht mir Notverwalter bestellen. Auch das wird wieder ein Thema sein. Wann sind Gerichte zugänglich? Wie lange dauert das? Und es ist auch nicht günstig und unnötig vor allem. Deswegen wird momentan diskutiert. Es soll ab sofort gelten, dass der zuletzt bestellte Verwalter wird bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung eines neuen Verwalters im Amt bleiben. Das heißt, wir haben keine Laufzeitbegrenzung da drin. Wir haben Wiederbestellung ist erstmal außen vor. Solange diese zwei Szenarien nicht eintreten, ist der aktuelle Verwalter, bleibt Verwalter. Punkt 2. Der zuletzt beschlossene Wirtschaftsplan ist gültig bis zum Beschluss eines neuen Wirtschaftsplans. Ist grundsätzlich nichts Neues, beschließt man grundsätzlich auch so, weil alles andere macht auch keinen Sinn. Wir haben auch viele Gemeinschaften, wo wir gar nicht jedes Jahr einen neuen Wirtschaftsplan erstellen. Weil, wenn Sie überlegen, wenn wir eine WEG haben oder wenn man mal schaut, wir haben eine WEG mit 100 Eigentümern. Wir erstellen einen neuen Wirtschaftsplan in der Summe, weil sich vielleicht ein Betrag von 2000 Euro ändert. Beim Wirtschaftsplan von 150.000 Euro. Das ist vielleicht für jeden Einzelnen ein Unterschied von 3 Euro im Monat. Aber allein der Aufwand dafür, das umzustellen, dann vergessen Leute das anzupassen. Einige haben ihren Auftrag schon seit Jahrzehnten immer auf demselben Betrag stehen und ähnliches dabei. Das ist so viel immer, was man zu kämpfen hat. Wir gehen auch hin und sagen, erst wenn es nennenswerte Änderungen gibt, also wenn wir, ich sag mal, bei 3-4% Anpassungen im Jahr sind und Liquidität ist da, gehen wir eigentlich auch schon oft hin und sagen, okay, wir brauchen nicht jedes Jahr einen neuen Plan erstellen und beschließen. Alleine dieser Wasserkopf dazu, das Papier, was wir dafür verbrauchen, das Porto, Versand, wenn wir es noch nicht übers Portal machen, wo wir leider nicht alle Leute zu haben. Allein das ist oft nicht gerechtfertigt dazu, was der Aufwand dazu ist. Daher sowieso sinnvoll, dass man überlegt, muss ich überhaupt jedes Jahr einen neuen Wirtschaftsplan haben? Und das Zweite ist, auch wenn wir einen neuen Wirtschaftsplan bestellen, ist es immer ratsam zu sagen, dieser hat aber weiterhin Fortbestand, bis ein neuer beschlossen wird. Weil so habe ich auch, egal was passiert, immer die Sicherheit, ich habe einen aktuell gültigen, laufenden Wirtschaftsplan. Bedenke dabei, WEG-Reform, WGR hat entschieden, die Zahllast entsteht aus dem Wirtschaftsplan. Die Abrechnung holt nur die Abrechnungsspitze rein. Das heißt, solltest du oder sollte die Gemeinschaft mal wirklich keinen Wirtschaftsplan haben, bist du auch nicht verpflichtet, Geld zu zahlen oder ist keiner verpflichtet, der Gemeinschaft Geld zu zahlen. Das heißt, man ist damit sofort innerhalb von ein, zwei Monaten zahlungsunfähig. So, daher wäre es also grundsätzlich immer sehr sinnvoll, immer Wirtschaftsplan, bis ein neuer beschlossen wird, gültig zu lassen. Punkt 3 Sonderregelung zum WEG. Aussetzung der Eigentümerversammlungen. Das heißt, momentan sieht es so aus, als wenn die Pflicht zur Abhaltung der Eigentümerversammlung
im Jahr 2020 komplett gestrichen wird. Das heißt, hier muss man dann dementsprechend gucken, Abrechnung erstellen und verschicken. Kann ich ja auch ohne Versammlung und ohne Beschluss. Eine Steuererklärung damit machen. Das ist ja das, was die meisten Eigentümer wollen, wobei das auch falsch ist. Dazu mache ich mal eine Sondersendung, weil das machen auch bestimmt mindestens 98 oder mehr Prozent von unseren Eigentümern oder von unseren Kunden falsch. Alle nehmen die Jahresabrechnung und stellen die bei der V&V oder dementsprechend, wenn sie selber veranlagt sind, die 35a-Bescheinigung nehmen sie mit in die Steuererklärung von dem aktuellen Jahr und das ist falsch. Aber wie gesagt, dazu mache ich gerne mal eine Sonderfolge, um das mal aus allen Seiten zu beleuchten und zu erklären. Das heißt also, wie gesagt, zurück zum Thema Aussetzen der Versammlung. Ich brauche die Versammlung für die Abrechnung nicht. Ja, die ist vielleicht nicht beschlossen. Muss sie auch nicht sein. Mit dem Beschluss beschließe ich letztendlich nur die Abrechnungsspitze. Wenn der Wirtschaftsplan weiter gültig bleibt, habe ich die Zahllast und die Zahlungspflicht. Das heißt, im schlimmsten Fall bleiben einige Eigentümer mit ihrem Guthaben oder mit den Nachzahlungen erstmal außen vor. Weitergedacht, wenn man jetzt das Ganze extrem spinnt, wenn ich jetzt verkaufe, ist es so, dass immer der zu der Zeitpunkt im Grundbuch steht, wo der Beschluss zur Abrechnung gilt, über die Abrechnungsspitze oder für die Abrechnungsspitze haftet. Das heißt, im Worst Case könnte es sein, im Fall eines Verkaufs, mal angenommen, ich habe jetzt im Jahr 2020 keine Versammlung, im Jahr 2021 habe ich dafür eine Versammlung, wo ich zwei Abrechnungen beschließe und beide haben ein negatives Saldo, dann kann es sein, dass der neue Eigentümer dafür gerade stehen muss. Das ist das Worst-Case-Szenario, was es gibt. Kann man vielleicht auch mitnehmen, wenn man jetzt Objekte kauft, mit als Argument dabei, eventuell den Kaufpreis zu mildern oder zu drücken. Aber mehr kann aber nicht passieren. Alles andere darüber hinaus muss man immer gucken, wie dringend ist das Thema. Das sind dann üblicherweise Baumaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen, Fassaden und was alles halt so am Objekt mit ansteht. Da muss man im Einzelfall prüfen, wie dringend ist das? Und dann eventuell Einzelmaßnahmen daraus ableiten. Wie gesagt, man kann durchaus ja die Versammlung anders abhalten, mit der Ein-Mann-Versammlung, mit Vollmachten. Die Möglichkeit besteht eigentlich immer, solange die Verwaltung arbeitet. Und es gibt kein Berufsverbot. Ich glaube, es ist auch nicht angedacht, dass das Verwaltung nicht mehr besetzt werden dürfen. Ich glaube zwar nicht, dass wir ja, systemrelevant sind, wie Banken, aber ich denke, dass wenn keiner einen Notdienst sicherstellen kann für eine Heizungsanlage oder mal angenommen, es bricht eine Frischwasserleitung, eine Druckwasserleitung, jemand muss ja das koordinieren, jemand muss jemanden rauskommen lassen. Das heißt also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Hausverwaltungen und Handwerker unter Berufsverbot gestellt werden, weil das einfach dazu gehört, dass Objekte bewirtschaftet werden. Das ist elementar wichtig. Von daher, die Möglichkeit besteht auch jederzeit. Ja, soweit die Gedanken zum aktuellen WEG-Sonderregelung. Momentan ist noch nicht beschlossen. Diese ist momentan in der Regierung über den Verband adressiert. Das sind momentan die Ergebnisse, die schon feststehen. Ob es darüber hinaus noch irgendwelche Änderungen gibt, dazu berichten wir auf jeden Fall, wenn es was dazu gibt. Ansonsten sind das erstmal die aktuellen Meldungen. Ja, ansonsten, ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen, die Folge auch. Wenn du es spannend fandest, freue ich mich dann, wenn du 5 Sterne da lässt, weil nur 5 Sterne ist eine vernünftige Bewertung. Alles darunter ist ja schon fast negativ im Sinne von Google oder iTunes. Von daher freue ich mich darüber. Wenn es Fragen gibt oder irgendwas unklar ist, bitte in die Kommentare rein. Wir lesen jeden Kommentar und beantworten diesen auch, wenn was unklar sein sollte. Frag gerne nach. Und sollte es ein Thema sein, was wir vielleicht noch gar nicht beleuchtet haben, ja, auch das können wir gerne nachholen. Von daher freuen wir uns auch auf deine Rückmeldung.